ja auch schon Krampus, ihr seid ja der Nachwuchs-Krampus. Ja. Wer hat am meisten Angst, die Kinder oder die Erwachsenen? Die Erwachsenen. Bist du auch ein Nachwuchs-Krampus? Ja. Wie lange schon machst du das? Schon seit 2011. Und wo habt ihr den Nikolaus gelassen? Der geht halt selber aus Krampus. Ah, der Nikolaus ist heute ein Krampus? Ihr riecht es ja ganz schön streng. Die Ziegen waren ein bisschen zu großzügig mit dem Geruch. Ist das echtes Ziegenfell? Das ist echtes Ziegenfell, ja. Sind das eure Süßigkeiten da hinten am Tisch? Wir sind Krampus, wir geben keine Süßigkeiten. Das wollte ich mir gerade fragen. Also bei euch gibt es nur Dresche, keine Süßigkeiten. Also die Kärntner Krampusse, aus gewissen Teilen Kärntens, schlagen nicht, dreschen nicht. Und wir sind solche handsamen Krampusse, die mit den Kindern arbeiten, zu den Kindern hingehen, mit ihnen spielen. Und ja, den Kindern eben beibringen, dass darunter nichts Böses ist. Und warum seht ihr dann so gruselig aus? Wir sind nur deshalb so gruselig, damit wir die bösen Geister erschrecken. Die Naturkräfte werden wieder beschworen, die bösen Geister werden zurückgebannt und die Guten kommen wieder hervor. Ah, also Geistererschrecker, keine Menschen erschrecken. Keine Menschen erschrecken und niemandem was Böses tun. Was? Ja, was? Was macht ihr? Die anderen haben jetzt gerade erzählt, dass sie die Guten sind. Schlagen wird die Ruten, das bedeutet nicht, dass man jetzt böse ist oder was, sondern das bringt Glück fürs nächste Jahr. Genauso wie die Hexe mit den Besen, die putzt auch über den Schuh drüber, damit es fürs nächste Jahr Glück bringt. Dresche und ein bisschen putzen, das bringt dann Glück? Ja, es Dresche bringen nicht Glück, sondern sie bringen Fruchtbarkeit fürs nächste Jahr. Also die jungen Dirnen werden meistens dann ausgesucht, dass sie fürs nächste Jahr dann fruchtbarer sind. Aha, interessant. Ja. Haben Sie euch erwischt? Ja. Aber war nicht fest, oder? Doch. Kriegst du da keine Angst vor den Krampussen, ne? Bestimmt nicht, ne? Nein, der war ja ganz brav wahrscheinlich, gell? Ja, da gibt's nichts. Ja, also wir sind vor dem Orbanpass. Uns gibt es seit 2005 an, sagen wir es mal so, eine neue moderne Krampusgruppe. Schauen auch nur auf das Alte. Der Krampus ist halt der Begleiter vom heiligen Nikolaus, bestraft die Bösen und der Nikolaus kümmert sich um die braven Kinder. Wir vermischen das ein bisschen mit hinein, das was uns wichtig ist als Krampuslaufen, dass ein Krampus zwei Hörner auf der Maske drauf hat und wo mir sehr großen Wert drauf legen, ist, dass wirklich echte Händeln haben, dass Chor irgendwie Plastikhändeln haben, die Masken nicht modelliert haben. Die Kurglocken haben dazu da, damit du einfach einen Lärm verbreitest, damit du auch wieder die ganzen Wintergeister, die was dann in der Stummer drinnen sind, dass die quasi außertrieben werden. Wir haben Krampi, wir haben keine Monster. Wir möchten das auch nicht darstellen wie in irgendwelche Thriller oder Actionfilme von Hollywood, sondern wirklich ein Krampi. Ein Krampi, das ist einfach mit zwei Händeln drauf. Also sprich hauptsächlich eigentlich Kurhändeln oder Gorshändeln. Und eben wie gesagt, keine modellierten Händeln, keine Plastikhändeln, keine Gummihändeln. So wie es viel in die Richtung Krampus schon sehen.